Jetzt Heinz Riesenhuber, der ja selber Forschungsminister war in den 80er und 90er Jahren im Kabinett Kohl und der der Alterspräsident des Bundestages ist. Seit 41 Jahren die deutsche Politik, dieses Haus oder die Häuser mitgeprägt haben. Ich könnte jetzt noch lange reden, aber Sie sind jetzt dran. Ich gebe zu seiner letzten Rede Professor Dr. Heinz Riesenhuber das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bedanke mich für die herzliche Begrüßung. Freut mich, dass es nicht von meiner Redezeit abgeht. Nein. Und ich habe mich über diese Debatte gefreut. Da gab es hier durchaus, und das ist notwendig auf dem Weg zu den richtigen Zielen, Dissense und andere Akzente. Es gab eine breite Diskussion über das, was wir noch zu erledigen haben. Wenn wir nichts mehr vor uns hätten, könnten wir aufhören und uns zum Ruhestand setzen. Einige tun es. Aber was hier in dieser Debatte charakteristisch war, war, viele sprachen über die Erfolge und jeder hat sie sich hier zugeschrieben, gell, Herr Röspel? Das finde ich prima. Wenn jeder begeistert ist von den Erfolgen, dann muss das, was wir gemeinsam hingekriegt haben, eine gute Sache sein. Und das haben wir jetzt hier in einer wirklich vorzüglichen Weise in der Debatte gesehen. Wir haben eine Reihe von Vorlagen, die wir heute zu diskutieren haben. Die Hightech-Strategie, Frau Wanka hat darüber gesprochen. Das ist wirklich eine interessante Weiterentwicklung dessen, was wir über die Jahre in Förderung von einzelnen Techniken gehabt haben. Aus der ungeheuren Fülle, die ständig neu aus der Grundlagenforschung entsteht, Fülle von Möglichkeiten, wird das gebündelt und herausführt, was zur Lösung der Probleme auf dieser Welt hilft. In Gesundheit, in Kommunikation, in Umwelt, in Mobilität, in vielen Bereichen. Und daraus entsteht eine umfassende Strategie, die die neue schafft, ohne dass der Staat sich anschickt, Einzeltechniken auszuwählen. Der Staat kann die Forschung nicht erfinden, er kann die Zukunft nicht bauen, er kennt die Vergangenheit. Die Zukunft nur begrenzt. Der Staat hat schon eine große Leistung gebracht, wenn er die Leute nicht bei der Arbeit stört. Aber hier flankieren die Möglichkeiten zu aufbauen, dass jeder findet, wo seine Arbeit hineinpasst. Das leistet Hightech-Strategie. Wir haben die Grundlagenforschung stetig weitergeführt, die Quelle alles Wissens. Und dass die hier in Freiheit sich entwickeln kann, dazu braucht sie einen verlässlichen und dauerhaften Rahmen. Und den haben wir hier über die Jahre stetig weitergeführt. Und die Grenzen zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung werden immer offener. Schauen Sie nur Biotechnologie oder Materialforschung. Ziemlich gepriesen worden, ein großartiges System, das wir immer weiter ausgebaut haben, auch finanziell, übrigens auch intellektuell. Die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft bleibt immer noch eine Aufgabe. Wir haben hier, Sie haben hier, Frau Binder, über die Nanotechnologie gesprochen. Wenn Sie den vorzüglichen Aktionsplan der Bundesregierung hier durchlesen, dann werden Sie sehen, dass die Risiken und der Umgang mit diesen Risiken in einer verantwortlichen Weise auf Seiten um Seiten überzeugend dargestellt ist. Das war immer unsere Stärke über die letzten 40 Jahre gewesen und schon länger, dass wir hier neue Technik wollten, die hilfreich ist und erfolgreich ist. Dass wir aber Rücksicht nehmen auf die Natur, auf die Gefährdung, auf die Risiken, dass wir verantwortlich sind gegenüber den ethischen Grundsätzen, aus denen wir leben. Und das war die große Stärke einer umfassenden Politik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die IFI, die Expertenkommission für Forschung und Innovation, begleitet uns nun über 10 Jahre. Und ich möchte dem Professor Haarhoff und seinen Kollegen danken für diese vorzügliche Arbeit. Das war immer zielbewusst und mit Entschlossenheit und mit Sensibilität für das Mögliche. Es war eine Diskussion über Chancen, über ungehobene Potenziale, aber auch über Defizite. Und dies alles gehört dazu. EFI soll nicht das Parlament in seiner Weisheit preisen, obwohl es uns beglückt,
sondern IFI soll zeigen, wo man hingehen kann. Und wenn ich mir die Paradigmen für die kommenden Jahre ansehe, da gibt es viele einzelne Bereiche, an denen wir zu arbeiten haben. Informationstechnik ist angesprochen worden. IFI macht hier konkrete Vorschläge zu einem ZIM-ähnlichen Projekt für die mittelständischen Unternehmen, ausschließlich für Informationstechnik. Aber es scheint mir doch eine faszinierende Sache, dass wir bei dem, was wir für die nächsten Jahre vorgesehen haben, auch mit neuen Instrumenten arbeiten. Wenn wir auf 3,5% des Bruttoinlandsprodukts kommen wollen, für Forschung, spätestens in 2025, dann haben wir da das Potenzial für eine stetige Weiterentwicklung der Projektförderung. Da haben wir das Potenzial über neue Schwerpunkte, insbesondere in Informationstechnik. Aber wir haben auch das Potenzial, steuerliche Instrumente aufzubauen. Wir fordern mit unserem großartigen Steuersystem alles von der Familie bis zur Schnittblume. Das ist eine großartige und differenzierte Leistung. Aber wenn die Zukunft geprägt sein wird von einer Wissensgesellschaft, die wir aufbauen, von einer Innovationsgesellschaft, die wir brauchen, von der zuversichtlichen Unternehmungsgeist, dann ist es wirklich eine sehr grundsätzliche Frage, wie organisieren wir so, dass das, was an Neuem entsteht, gefördert wird, auch im Steuersystem, dass die Bereitschaft entsteht, Neues zu bringen. Und da haben wir hier, sehe voll Respekt den innovativen Finanzminister, dessen Dynamik ich immer bewundert habe. Wir haben jetzt hier die 600 Millionen, die der Finanzminister schätzt, für die Verlustvorträge bei Anteilseignerwechsel im letzten Herbst entschieden. Das ist eine Ermutigung in den Bereichen, wo wir noch besser werden können. Gründung von Wagniskapitalfonds, Gründung von technikorientierten Unternehmen, da sind wir weit unter unserem Potenzial. Die Frage des Aufbaus von Forschung in mittelständischen Unternehmen, da hat die Innovationsfreude des Mittelstands in den letzten Jahren nicht sehr dynamisch zugenommen. Und das ist eine der höflicheren Aussagen. Das heißt, wir haben hier eine Fülle von Feldern, in denen wir reingehen können. Wir haben 5.000 Business Angels, USA haben 300.000. Und die Kombination von Erfahrung von Leuten, die aus der Arbeit kommen, mit dem Geld, das sie haben, in neue und unternehmende junge Leute, das ist eine großartige Kombination, aus der wir mehr machen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, über 40 Jahre, mehr als 40 Jahre, hatte ich die Freude, diesem Hohen Haus und die Ehre zu dienen in den Bereichen Forschung und Innovation und Energie und Umwelt. Und es war immer eine großartige Zeit. Die Situationen waren verschieden, die Herausforderungen jeweils anders. Aber ich muss sagen, die großartige Zeit war die Zeit der deutschen Einheit, als hier deutsche Beamte, über die man manchmal auch Kritisches sagt, ja, wirklich gearbeitet haben, ohne dass man sie gefragt haben, aus der Begeisterung für das, was wir gemeinsam entwickeln können. Und es hat sich zu einem großartigen Erfolg entwickelt. Auch bei allem, was noch offen ist, in der Wissenschaft, in den ganzen Wissenschaft, in den neuen Ländern. Und jetzt wollen wir in die Zukunft gehen. Wir haben die letzten 40 Jahre, die ich jetzt näher miterlebt habe, mit Freuden und mit Erfolg bestanden. Und es war eine Freude, immer wieder tüchtige Leute in allen Fraktionen zu finden, die mit Begeisterung, mit Neugier und Leidenschaft an unsere Themen gearbeitet haben. Und es war immer wieder eine gute Sache, was für tüchtige Regierungen aus diesem Parlament hervorgegangen sind, die oft sogar mit Weisheit regiert haben. Und jetzt wollen wir mal aufbrechen in den nächsten 40 Jahren, gell? Da wollen wir mal sehen, was aus Deutschland wird. Dann setzen wir uns wieder zusammen und reden darüber, was wir hier in Deutschland gemeinsam erreicht haben, als unseren Beitrag für eine friedliche Welt mit Lebenschancen für alle Menschen. Und dafür arbeiten wir alle, jeder an seinem Platz.
Mit Ironie und mit Selbstironie, wie man das gewohnt ist. Heinz Riesenhuber war das, 81-jährig, ein Hesse, der seit über 40 Jahren dem Hohen Haus angehört. Die Abgeordneten erheben sich zu seinen Ehren hier. Er bekommt Hände geschüttelt, Umarmung. Eine Tour d'horizon durch die deutsche Wissenschaft und Leistungsfähigkeit in der Wissenschaft war das mit einigen bemerkenswerten Spitzen, beispielsweise diese. So sagte Heinz Riesenhuber gerade, der Staat hat schon eine große Leistung gebracht, wenn er die Leute in Ruhe arbeiten lässt. Es geht um einen verlässlichen Rahmen, den der Staat schaffen soll. Und da gibt es noch viel nachzuholen, auch im privaten Sektor. 5000 Business Angels, hat er gesagt, gibt es in Deutschland, in den USA 300.000. Nette Worte jetzt von Vizepräsidentin Claudia Roth. Zu einem Sehnsuchtsort für manche, zu einem Ort der Heimat. Auf jeden Fall, Sie können heute Abend die nächsten 40 Jahre mit ihm vorbereiten. Vielen Dank auch für diese große Leidenschaft, mit der Sie dem Parlament auch Ihr ganz besonderes Gesicht gegeben haben. Ich danke Ihnen von Herzen. Ja, genau. In den nächsten 40 Jahren, sagte also der 81-jährige Heinz Riesenhuber, in 40 Jahren wird man dann sehen, wie weit wir gekommen sein werden. Das ist doch mal ein optimistischer Satz.